Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dice and Hair Program. So, das ist die erste Folge nach unserem Livestream. Wir machen direkt weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Wir nehmen natürlich hier noch ein paar. Nein, ich nehme keins mit. Ups, wo sind hier? Wir waren dabei, grünes Materium zu holen. Wir haben unsere Dyson-Sphäre hier bei 32,7 Gigawatt. Jedoch, diese Dyson-Sphäre liegt mittlerweile bei 45 Gigawatt. Heißt, die hier ist weitaus größer. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich hier die. Nee, Generation-Kapazität 3,74 Gigawatt. 27,1 ist die mittlere und die äußere liegt bei 15 Gigawatt. Okay, das liegt an den verschiedenen Schichten. Das Mehrschichtprinzip. So, was ich hier aber auch gemacht habe, wie ich gesagt, schon gesagt habe, das grüne Materium. Ich setze noch ein paar mehr, dass ich ein bisschen einen Überschuss bekomme oder einen Überschuss bekommen kann. Wenn ich mal denke, dass ich einen ganzen Planeten voll habe mit weißem Materium oder halt Universe Matrix und hier muss ich die anderen Matrix hinsetzen, dann setze ich lieber ein paar mehr hin. Das wird so teuer werden. Vor allem die Lands werden nicht das teure sein. Nicht mal die normalen, sondern nur die Lands. Die Quantum Chips, ja, okay, ist zwar auch jetzt nicht gerade das kleinste oder wenigste, was wir brauchen, aber die Lands, ja, das wird auf jeden Fall gut reinhauen. Wenn die Planeten funktionieren, dann bin ich richtig froh drum. Aber das kann ich erst sehen, wenn ich so weit bin. Ich schade. Schade, schade, Schokolade. Mach ich hier weiter. Das sind auch schon wieder so viele Teile, die uns hier insgesamt fehlen. Upp, upp. 1600. Ach du Heilige. Was mache ich denn hier schon wieder? Soll ich wirklich einen kompletten Planeten damit machen? Ich bin mir gar nicht so sicher aktuell. Ich habe jetzt gerade eine Befürchtung. Nee, jetzt habe ich auch alles gesetzt. Das muss ich alles reinmachen. 32 hiervon. 5 Stück hiervon. Bei 130 Storages. Uns gehen auch langsam die Storages aus. Auch der Höhle dann. 1500, das reicht ja nicht mehr aus. Alles einmal mitnehmen. Weil das werde ich mit hoher Wahrscheinlichkeit alles brauchen. Wenn ich jetzt zum Beispiel reingucke, habe ich alles schon mal drin. Ladida. Ich bin. Boah, das wird heftig, wenn das alles funktioniert.
Entire Star Cluster. Wir machen zu wenig Universe Matrix. White Matrix. Okay. Also ich weiß nicht, falls ihr den Livestream nicht gesehen habt. Ich werde auch wieder eine Ankündigung machen, aber nächste, oder jetzt, ja doch, trotzdem schon mal nächste Woche, nächsten Freitag mache ich den nächsten Livestream. Weil ich finde, in Livestreams kommt man fast am besten durch mit dem Ganzen. Und deswegen werden wir da uns ein bisschen Mühe geben und weitermachen. Das sieht hier doch jetzt schon mal schöner aus. Also wenn ich mir mal vorstelle, wie das war, wo ich noch relativ wenig Drohnen hatte, wie lange das gebraucht hat, damit ich sonst das Gebiet hier voll als Bau. Mittlerweile bin ich halt... Ja, habe ich mehr Erfahrung gesammelt. Beziehungsweise Erfahrungspunkte sozusagen. Ich habe keine... Oh, nee. Bitte sag, es sind welche da. Es sind welche da. Es sind welche da. Na, 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 na. Da, 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 da. Da, 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 da. Also ich werde wirklich überall, damit überall ungefähr gleich viel produziert wird, den ganzen Planeten vollhauen. Und wenn ich dann einen Überschuss von den zwei Sachen generiere, dann weiß ich, dass es fertig ist. Das ist ja überall so. Wenn du einen Überschuss von irgendwas hast, dann läuft's. Ich glaube, wenn ich das mache, habe ich noch einen zweiten Planeten voll. Oh Gott, ich weiß nicht, ob das zu viel ist. Ich weiß es nicht. Ich bin ehrlich, ich weiß es nicht. Ich werde es jetzt einfach trotzdem machen, weil ich es kann. Einfach, weil ich es kann, werde ich hier den ganzen Planeten vollhauen. Ach du Heilige. Ich weiß es nicht. Okay, das wird... Wenn der Planet läuft, dann gute Nacht. Dann kenne ich nochmal einen ganzen Planeten mit weißem Universe Matrix machen. Also wenn der Planet mit Überschuss läuft, ich werde doch zwei Planeten brauchen, oder? Das ist hier jetzt schon wieder... Ich weiß nicht wieso, aber mein Kopf hatte mir gesagt, hier ist Schluss. Ich weiß es nicht. Aber es geht ja noch weiter. Wieso baue ich das jetzt dahin? Okay, passt nichts hin.
Gottes Willen. Um Himmels Willen, was wird denn das hier schon wieder? Teile. Kann man machen, muss man aber nicht. Würde ich mal hier zu dem ganzen Prinzip sagen. Zu einer anderen Logistikstation, egal wo, schade. Das wäre cool gewesen. Aber hier drüben kann ich alles ohne Probleme bauen. Ach du. Okay. So, hier hin und hier hin. Da, zu nah, hier hin. Ich glaube, ich baue jetzt kurz die ganzen Sachen. 5000, oh Gott. Wo stehen wir denn schon wieder? Wir müssen einmal hier hoch. Gott, flieg rüber. Icarus, flieg rüber. Wir brauchen aber auch noch ein paar Kisten. Ist auch liefern lassen? Ja. 4000 raus damit. So. Von denen brauchen wir jetzt auch nochmal 1200. Ich mache jetzt aber auch erstmal Stopp. Lass es kurz bauen. 47. Jetzt habe ich schon wieder zu wenig davon. Vielleicht kann ich. Habe ich noch wenig davon übrig. Ja! Das sind viel zu viele, aber was soll's? Ich hab's ja. Ah, das tut weh. Wir warten, bis es da ist. Bauen das noch kurz. Leider, muss ich euch sagen, ich muss diese Folge dann beenden. Aber die nächsten Folgen werden wieder länger. Also keine Panik auf die Titanic. So, wir nehmen das hier mal mit. Hier nehme ich mal 42 mit. Von dort hier hin. Ja, 82. Jetzt habe ich hier noch 47, die ich brauche. Okay, das war es tatsächlich auch für heute mit der Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Dyson's Herr Brokerim wieder. Lasst gerne ein Like, Kommentar oder ein Abonnement da.
Den Rest werden wir in der nächsten Folge zusammen weitermachen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.